Wir befinden uns im Mai 2022. Die Bauzinsen steigen und steigen und steigen. Wir schauen uns heute an, was die letzten 4 Wochen so passiert ist, sowohl am Zinsmarkt, aber natürlich auch darauf, wie die Banken auf die aktuelle Entwicklung reagiert haben. Ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufi-Lab. Ja, der Zinsanstieg im April ging ja quasi so in gleicher Manier weiter wie bereits im März. Lasst uns wie immer damit starten, dass wir einen Blick auf den aktuellen Swap werfen. Für alle neuen Zuschauer hier auf meinem Kanal hier nochmal der Hinweis, der Swap, das ist nicht gleich der Baufinanzierungszins, aber er dient eben als Indikator für die Zinsentwicklung. Und der erste Chart, den ich euch heute zeigen möchte, das ist die Entwicklung seit Anfang des Jahres. Anfang des Jahres hat ja so der krasse Anstieg der Bauzinsen begonnen. Mit Grund hierfür war die EZB-Sitzung Ende letzten Jahres. Der Leitzins wurde zwar noch nicht angehoben, aber eine Anhebung noch in diesem Jahr ist so gut wie gewiss. Offen ist halt nur, wann. Aber unabhängig auch, wann die Zinswende kommt, ob im Juli, August oder September, in der Baufinanzierung spüren wir das, wie wir hier ja sehr gut sehen können, schon heute sehr deutlich. Der Grund dafür ist sehr simpel und eigentlich auch logisch. Der Leitzins, das ist ja ein kurzfristiger Zins. Also anders als die Baufinanzierungszinsen, die ja auf eine Zinsbindung von in der Regel mindestens 10 Jahre abgeschlossen werden. Die zu erwartende Leitzinserhöhung im Laufe des Jahres und eventuell weitere Erhöhungen in den kommenden Jahren sind also heute schon mit eingepreist. Im letzten Video bin ich da nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingegangen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das also gerne auch nochmal anschauen. Aber zurück zum Swap. Wo stehen wir denn mit unseren derzeitigen Zinsen im historischen Vergleich? Dazu schauen wir uns jetzt mal den Swap der letzten 15 Jahre an. Und da können wir ganz gut erkennen, dass wir jetzt schon über den Peak in 2018 hinausgewachsen sind und wir nähern uns auch schon dem Niveau von Ende 2013. Werden wir jetzt das Niveau von 2013 in den nächsten 4 bis 8 Wochen erreichen? Ich denke ja. Meines Erachtens haben wir das Ende des Zinsanstiegs aktuell noch nicht erreicht. Gleichzeitig glaube ich aber persönlich auch nicht daran, dass wir in den nächsten Jahren das Zinsniveau erreichen werden, das wir jetzt vor 15 oder 20 Jahren hatten. Da gibt es einfach zu viele Aspekte, die meines Erachtens dagegen sprechen. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal ganz deutlich erwähnen, wir leben derzeit in einer wirklich beispiellosen Zeit. Der weitere Verlauf von Corona und vor allem dem aktuellen Ukraine-Krieg, der lässt sich einfach nicht vorhersagen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und somit auch auf die Zinsentwicklung sind daher aktuell so schwer absehbar wie lange nicht. Und darum ist es derzeit einfach nicht möglich, wirklich eine solide Prognose abzugeben. Lasst uns daher nochmal zurück zum Jetzt und Heute kommen. Von der Theorie gehen wir in die Praxis. Wie haben denn die Banken auf die aktuelle Entwicklung reagiert? Ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass wir durch die Bank weg Zinserhöhungen in den letzten 4 Wochen zu verzeichnen haben. Hier vielleicht jetzt nochmal eine kurze Erklärung zu diesem Schaubild für alle neuen Zuschauer auf meinem Kanal. Alle 4 Wochen vergleichen wir 8 ausgewählte Banken in ihrer Zinsentwicklung. Die 8 Banken sind mehr oder weniger zufällig gewählt und bei den angezeigten Zinsen handelt es sich um Zinsindikationen. Das heißt, bei euch in eurem ganz konkreten Fall können diese vermutlich nochmal abweichen. Bei den Zinsen, die ihr hier seht, handelt es sich auch nicht um unrealistische Top-Zinsen, die sowieso fast niemand erhält. Nein, hierbei handelt es sich um Zinsen aus einem einigermaßen realistischen Fallbeispiel, das ich vor einiger Zeit mal für euch definiert habe. So, was sehen wir hier im Vergleich? Die Frankfurter Volksbank, die konnte ihren ersten Platz sehr gut verteidigen und sogar den Vorsprung zu den Mitbewerbern nochmal weiter ausbauen, mit einem Zins von aktuell 2,21% deutlich auf Platz 1 in unserem Vergleich. Sofern ihr jetzt kurz vor dem Abschluss von der Baufinanzierung steht, könnte die Frankfurter Volksbank echt hier noch so ein kleiner Geheimtipp sein, weil ich vermute, es wird nicht mehr lang dauern, dann werden die nachziehen müssen. Also die sind aktuell einfach zu gut gepriced und ich glaube, da wird bald eine Erhöhung anstehen. Aber wer schnell ist, kann hier vielleicht noch von den günstigen Zinsen, also verhältnismäßig günstigen Zinsen profitieren. Alle anderen Banken sind sehr nah beieinander. Etwas abgeschlagen mal wieder die Münchner Hypothekenbank. Erstmalig, seit wir diesen Bankenvergleich hier auf meinem Kanal durchführen, sehen wir eine 3-Form-Komma. Wie krass die Zinsen jetzt so seit Anfang des Jahres gestiegen sind, das möchte ich euch jetzt hier nochmal anhand von einem anderen Vergleich zeigen. Das hier, was ihr hier seht, das ist ja so die Entwicklung von den letzten 4 Wochen. Und ich habe heute für euch extra nochmal eine andere Übersicht angefertigt, in der ihr die Entwicklung seit Jahresbeginn sehen könnt. In Grau seht ihr hier die Zinssätze vom Dezember und in Blau die aktuellen Zinssätze.
Und wir können hier erkennen, dass die Zinsen so im Schnitt zwischen 1,61 und 1,65 Prozentpunkte gestiegen sind. Und das ist in so kurzer Zeit doch echt ordentlich. Die krasseste Erhöhung hat die ING hingelegt mit stolzen 1,78 Prozentpunkten. Gut, fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass die ING im Dezember auch richtig gut gepriced war. Denn trotz der Erhöhung liegt sie heute immer noch in unserem Bankenvergleich auf Platz 2. Nur 1,12 Prozentpunkte hat die Frankfurter Volksbank erhöht, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, aktuell extrem gut gepriced im Bankenvergleich, also verdienterweise hier immer noch auf dem ersten Platz. Lasst uns nun nochmal auf die aktuellen KfW-Zinsen schauen, vorher aber nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich selbst bin ja Baufinanzierungsberater, ich vergleiche für meine Kunden über 300 Banken, um so wirklich immer das beste Gesamtangebot zu finden. Und neben meinem Zinsvergleich bekommt ihr natürlich von mir auch immer eine Top-Beratung, gerne auch per Videocall. Nutzt also gerne mein Kontaktformular, um einen Online-Termin bei mir zu vereinbaren. Das Kontaktformular, das findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So, aber jetzt zu den KfW-Zinsen. Nicht verwunderlich, dass auch die KfW in ähnlichem Maße erhöht hat wie die klassischen Banken. Im Wohneigentumsprogramm liegt der Zins aktuell bei 2,47%, ist also um einen halben Prozentpunkt gestiegen. Das Wohneigentumsprogramm, das kommt ja für euch immer dann in Frage, wenn ihr eine Immobilie zur Selbstnutzung kauft oder baut. Im Programm 261 und 262, also den Programmen für energieeffiziente Maßnahmen, da ist der Zins um 0,51 Prozentpunkte gestiegen und liegt jetzt bei 2,30%. Zu den Programmen 261 und 262 hier nochmal ein kleiner Hinweis. Neben dem staatlich geförderten Zins gibt es hier auch noch lukrative Förderzuschüsse. In den Programmbedingungen hat sich allerdings in den letzten Wochen enorm viel getan und verändert. In Kürze wird es hier auf meinem Kanal jeweils nochmal ein detailliertes Video zu den aktuellen Förderungen, zum einen von Neubauten, aber auch von Sanierungsmaßnahmen geben. Solltet ihr also meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Was glaubt ihr, wie sich die Zinsen weiterentwickeln? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Video und bis dahin macht's gut.